meine Damen und Herren, heute haben wir im Rat das erste Mal über das Stadtjubiläum 725 Jahre gesprochen. Düsseldorf wird feiern über das ganze Jahr hindurch, wird feiern vor allem mit den Bürgern und für die Bürger. Es wird keine Feier angesetzt von oben, sondern das Programm wird von den verschiedenen Gruppen gemacht, die wir in unserer Stadt haben. Die Stadt wird sich natürlich beteiligen, unsere Kulturinstitute werden sich beteiligen, die Bürger werden sich beteiligen. Auch da haben wir inzwischen schon sehr viele Vorschläge bekommen. Es wird einen Höhepunkt Anfang September am Wochenende geben. Und ansonsten fängt es schon diese Woche an im Stadtmuseum. Da gibt es die Ausstellung zur Stadtgründung, also vor 725 Jahren. Da wird nochmal gezeigt, weshalb Düsseldorf zur Stadt wurde, wie sich Düsseldorf in den ersten Jahren entwickelt hat und wie alles gekommen ist. Teilweise auch mit Originalurkunden, die vorher noch keiner gesehen hat. Also eine ganz, ganz interessante Ausstellung. Aber ich gehe eben davon aus, dass Sozialvereine, dass Sportvereine, dass Schulen, dass alles, was es in Düsseldorf gibt, etwas dazu beiträgt, zu zeigen, wie schön unsere Stadt ist, wie toll sich unsere Stadt entwickelt hat und welche Möglichkeiten wir auch in den nächsten Jahren hier weiter in Düsseldorf haben werden. Und dafür arbeiten wir hier gerade in der CDU-Fraktion ganz besonders stark.